Protestieren Sie hier auch mit oder wie ist das? Nee, worum das hier eigentlich geht. Warum wird das jetzt beschlagnahmt, die schöne neue Welt? Also ich bin gerade damit klarzumachen, worum es hier geht. Gut. Dass sich diese Entwicklung nicht für gut heißt. Wer der verantwortlich von dem Ganzen ist, warum das alles. Gut, haben Sie dann mal Aufmerksamkeit. Alter, mach ich Vortrag! Hier ist mit dem Spaghetti heiß! Und jetzt auf
bin Feuerbeteiligung. Nicht mal einsetzen dürfen wir mit euch. Ständig bin ich nicht Teil der Gesellschaft. Warum sind Sie eigentlich so aggressiv? Wir sind ja nicht gegen Sie. Aber ja, nicht wieder rumrandalieren, wenn nachher mit uns zusammen sein. Guten Tag, ich habe eine Frage. Ist das hier eine öffentliche Veranstaltung mit Bürgerbeteiligung oder wissen Sie das? Können Sie mir dazu was sagen? Nee. Und das würde mich mal interessieren, was hier los ist. Schauen Sie einfach mal. Dürfte ich dazu auch da rein? Gehören Sie zu den Jungs da oben? Na, sehen Sie doch, ich film den Kram hier. Ja, das dürfen Sie auch. Ja. Wir haben jetzt erstmal das Interesse, dass hier nichts eskaliert. Ja, nein, vor dem Hintergrund sondieren wir natürlich erstmal. Und ich möchte jetzt in diesem Moment auch niemanden mehr da auf diesem Gelände haben und den Kontakt mit der Veranstaltung, die da stattfindet. Ja. Die haben auch das Recht, ihre Veranstaltung ungestört durchzuführen. Genauso, wie die Herren und Damen hier oben auch. Und da werden wir auch gar nichts machen, das ist alles wunderbar. Und nur eine Konfrontation wollen wir jetzt erstmal vermeiden. Dafür sind wir nämlich für Gefahrenabwehr da. Das ist das einfache Ding. Und wenn jemand zu uns sagt, sie haben kein Recht, uns hier aufzuhalten, natürlich haben wir das Recht. Geht bitte! Wir haben gar nicht so viel Lust auf euch! Wir brauchen euch auch gar nicht! Uns geht's gut hier! Ich habe mit dem Hausrechtsinhaber hier gesprochen. Er hat auch kein Interesse daran, dass sie das Grundstück betreten. Das müssen wir einfach so mal... Es gibt immer Sachen, die einen stören. Aber ja. Warum findet das hier heute statt und was soll der ganze Zirkus? Weil die Umweltsenatorin hier heute sich überlegt hat, mit einer fetten Barkasse über den Kanal zu schippern und offiziell Wilhelmsburg zu Hamburg dazu zu zählen quasi. So IBA-Krams einzuweihen. Und IBA, internationale Bauausstellung, steht zusammen mit IGS und internationale Garten-Show. Und die kommen hier rüber. Und sind so dabei, das Viertel so aufzuwerten und irgendwie umzugestalten, was ja auch erstmal vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil es ja auch sein könnte, dass einfach diese Lebenssituation sich der Wilhelmsburger dadurch verbessert. Aber nein, das ist im Konzept gar nicht vorgesehen, sondern im Konzept ist vorgesehen, dass dadurch sich dann zum Beispiel die Mieten krass erhöhen und das wiederum führt sich dazu, dass die Leute, die eigentlich hier wohnen, sich irgendwann die Mieten nicht mehr leisten können und irgendwohin abgedrängt werden, wo es billig ist und werden halt dadurch aus ihrem Viertel und aus ihrer Heimat verdrängt und dann können die reichen Leute hier rüberziehen und irgendwie derbe viel Geld für den Wohnraum bezahlen. Und dann wird das alles hier eine neue Schanze. Wir haben da aber halt überhaupt keinen Bock drauf, weil wir gerne hier wohnen bleiben würden und auch wollen, dass unsere NachbarInnen hier wohnen bleiben und das vom Prinzip her auch kacke finden, einfach anzukommen und zu sagen, so, jetzt ist alles teurer. Man könnte ja genauso gut einfach für eine verbesserte Lebensqualität so in Wilhelmsburg sorgen, ohne dass die Leute wegziehen müssen, alles teurer wird. Aber ist das nicht im Konzept der IBA auch vorgesehen, so sozialen Wohnungsbau und so weiter da mit schön Niedrigenergie und so? Ich hab mal Blasen. Also das kann sich ja hier keiner bezahlen, so von denen, die hier eigentlich wohnen. So, das sind alles Sachen, die sehen alle ganz hübsch aus, aber für die, die hier noch wohnen, also die werden ja jetzt verdrängt, das ist ja Gentrifizierung, was durch so Projekte wie IBA und IGS passiert. Was ist denn aus dem Park geworden, der hier mal in Wilhelmsburg? Ja, das war vorher einfach ein öffentlicher Raum, in dem sich Leute treffen können, um zusammen abzuhängen und jetzt ist halt eine fette Mauer drum und es kostet total viel Eintritt. So. Bis zu 17 Euro. Dann sagen sie eben, dass die Bewohnerinnen hier, die hier gemeldet sind, einen Tag irgendwie dann umsonst da reingehen können. Was heißt einen Tag? Die dürfen nur einen Tag im Jahr da rein? Naja, wenn das dann geöffnet ist. Das ist ja noch geschlossen. Okay. Die IGS, die und dann dürfen die Bewohnerinnen für einen Tag im Jahr kostenlos rein? Wenn das dann offen ist, dürfen und sie vorher einmal halt immer kostenlos rein. Ja. Und das ist alles nichts für die Bevölkerung hier. Und was du eben mit sozialen Wohnungsbau meinst, in Wahrheit steckt das Konzept vom sozialen Mix dahinter. Was dann an sich schon ein bisschen menschenverachtend ist, weil sie sich überlegt haben, okay, möglichst viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsschichten oder Einkommensklassen oder so sollen zusammenwohnen. Und ich finde eigentlich, Leute sollten sich selber überlegen können, mit wem sie zusammenwohnen sollen. Das Bürgerhaus Mengestraße, das hat ja kooperiert mit der IBA und IGS und die sind ja auch so da ausgetreten aus dieser Kooperation, weil es für sie nichts gebracht hat, weil die ja auch gesagt haben, also die ganzen Konzepte, die so brav vorgestellt wurden, die sind, also das ist nichts für die Bewohnerinnen hier, sondern das ist eben was für die Marke Hamburg, also das ist ja dieser Sprung über die Elbe. Es wurde eben jahrzehntelang nichts gemacht und jetzt werden die eben alle saniert, aber da steigt dann auch der Mietpreis. Wenn man jetzt in Wilhelmsburg Mitte geht, diese ganzen Parks, die da eben
für die IGS gemacht worden. Also das wurde aber so groß geplant. Gibt es denn generell eine Anwohnerbeteiligung, wo Bürger aus Wilhelmsburg aktiv mitwirken können an dem, was IBA plant? Es gab ja so ein Beteiligungsgremium von der IBA. Also das sind immer so Blasen, das sind immer so runde Tische, wo gesagt wird, die Bürger können mit oder Bürgerinnen können mitplanen, was aber eher so eine Blase ist, wo nicht viel rüberkommt. Kann das jemand eigentlich von euch erklären, warum es heute zu diesen Protesten kam, die wir beobachten konnten? Weil also einfach Leute der Meinung sind, dass es für eine Senatorin, die sich heute offenbar gedrückt hat, hier andere Dinge zu tun gibt in diesem Stadtteil, als Bötchen zu fahren. Die Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt, Jutta Blankau, die sich zum Beispiel um die Häuser der Gagfa kümmern könnte, wo da ständig die Fahrstühle abstürzen und die Wohnungen vom Schimmel aufgefressen werden. Und ansonsten da nichts weiter passiert, außer dass die Mieten erhöht werden. Das wäre so ein Thema für sie gewesen. Als Umweltsenatorin hätte sie sich natürlich auch um die Umwelt in diesem Stadtteil kümmern können, wo es keine Verbesserungen gibt. Und gerade wenn sie sich auf den Gewässern umherfährt, die haben ja unglaubliche Altlasten in sich, diese alten Industriekanäle. Da könnte man sich überlegen, wie das zu sanieren geht. Und das Einzige, was jetzt passiert ist, dass es für die Touristenschiffe fahrbar gemacht wird. Um ganz viele Probleme, die es hier gibt, kümmert sie sich nicht. Das fanden einige Leute nicht richtig. Aber wer war denn eigentlich generell heute auf dem Boot? Das ist ja einfach eine Presseveranstaltung des Senats gewesen. Es waren ja ansonsten auch noch eben tatsächlich so wichtige Persönlichkeiten, die so mit dem Sprung über die Elbe zu tun haben. Aber so IGS, da denkt man ja als unbefangener Hamburger Bürger, das ist doch eigentlich bestimmt eine nette Sache. Da wird schön Grünes angepflanzt in Wilhelmsburg. Also das wird tatsächlich sehr erfolgreich, dieser Eindruck vermittelt. Das sagt Heiner Baumgarten ja immer wieder gerne, dass er aus einer nutzlosen Brache ein wunderschönes Grün schafft. Und tatsächlich ist es ja genau umgekehrt. Es gab eine öffentliche Grünanlage namens Wilhelmsburger Park, die jetzt privatisiert wurde an die Gartenschau GmbH, die verkauft wird an Investoren, damit man da irgendwelches fantastisches, zukunftsträchtiges, angebliches Wohnen drauf macht. Das wird für Freizeit, Trend, Sport, Städten bebaut. Das hat also natürlich mit den Interessen der Leute, die hier wohnen, überhaupt gar nichts zu tun. Früher konnten wir unsere Freizeit kostenlos verbringen, weil es genügend freie Flächen gab. Jetzt geht es eben dahin, dass man auf den verbliebenen Flächen, wo man hin kann, wenn sie dann nicht voll privatisiert sind, dann wenigstens Geld bezahlen muss. Bis zu 16, 17 Euro? 21. 21 und, sogar. Ah. Und ermäßigt für Arbeitslosenhilfeempfängerinnen und so, die kommen dann also für nur noch 17 da rein. Dass auch ein Spielplatz auf diesem Gartenschaugelände liegt, der also für das ganze ganz südliche Reiherstichviertel in Wilhelmsburg der einzige Spielplatz ist. Der liegt nun dummerweise auf diesem Gartenschaugelände und ist jetzt eingezäunt. Die Kinder haben jetzt eben keinen Spielplatz mehr, aber es ist ja hier auch nur Wilhelmsburg. Es wird immer noch vermutet, dass es hier eine sehr geringe Beschwerdemacht bei der hiesigen Bevölkerung gibt und man ihnen das deswegen so zumuten kann. Es wurde natürlich der Eindruck erweckt, dass es hier eine ganz vorbildliche BürgerInnenbeteiligung geben würde. Und es gab tatsächlich auch sogenannte Beteiligungsformate in einer ganz großen Bandbreite. Es fing ganz damals an, als das Abendblatt auch noch nicht umprogrammiert war und noch keine Positivmeldungen für Wilhelmsburg brachte, wo der Oberbaudirektor also gigantische Rotweinausschüttungen fürs Volk organisiert hat und versucht hat, Stimmung zu machen. Ja, das ging dann im Laufe der Zeit über zu sehr klandestinen Geschichten, dass also nur ein Akteur oder eine Gruppierung dann ganz geheim angefragt wurde, ob man nicht mit der Gartenschau oder mit der IBA zusammen dieses und jenes Projekt und erzähl es nicht den anderen, sonst werden sie neidisch. So wurde also immer wieder versucht, irgendwelche Leute und Institutionen sozusagen rüberzuziehen. Das hat mäßig funktioniert. Es gibt ja so auch regelmäßige und stetige Bürgerbeteiligungsgeschichten. Es gibt einen IBA-IGS-Sprung über die Elbe, Bürgerbeteiligungsgremium. Das ist aber so, dass da handausgewählte Stakeholder drin sitzen. Also da ist die Saga drin, der Grundeigentümerverband und die namhafteste Architektin und die größte Spedition. Alles so Institutionen, die sich irgendwas versprechen von dieser Geschichte hier. Und das normale Volk hat noch nicht mal Rederecht. Also es ist zwar öffentlich, diese Sitzung, aber wenn man da als normaler Bürger was sagen möchte,
muss man das also beantragen, ob man da sprechen darf, und dann wird es möglicherweise tatsächlich sogar genehmigt, dass man da was sagen darf. Aber erstmal darf man es eben nicht. Das ist natürlich was ganz was anderes, als was ich mir unter Beteiligung vorstellen würde. Die Karawane, die Barkasse zieht weiter, so wird sicherlich auch IBA und IGS werden ja ihre Geschäfte weiterhin machen mit diesem Stadtteil. Die realitätsnahen Meldungen über das, was hier in diesem Stadtteil passiert, die sind hier und in Harburg so relativ gut nachvollziehbar. Das steht in den Wochenblättern, das steht im Wilhelmsburger Inselrundblick, das steht auch in der Harburger Beilage des Abendblatts. Da sind durchaus kritische Berichterstattungen drin zu lesen. Aber nördlich der Elbe kommt das eben nicht mehr an. Da ist dann wieder nur die reine heile Weltberichterstattung nach dem Motto, boah, ey, Wilhelmsburg, und guck mal an, was da alles Tolles geht, und geh mal auch hin und kannst du dabei sein.